Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute gibt es etwas übertrieben Heftiges, nämlich ein 15 Millionen Coin Squabbler Battle. Ich habe in ganz FIFA 21 noch nichts Teureres gesehen. Und der Gegner heute ist Gamer Brother. Männer, ich bin motiviert bis in die Haarspitzen. Heute kenne ich keine Freunde. Heute schwitze ich um mein scheiß Leben. Denn ich möchte heute nicht meinen Verein zurück in die Insolvenz schicken. Ja, mein Daddy. Freut mich, dass du mich mal wieder für sowas eingeladen hast. Toll, cool, super. Moin, moin. Ja, kann teuer werden, wobei man halt sagen muss, ich habe eine Rechnung offen. Also das letzte Battle, was wir vor einem Monat gemacht haben auf meinem Kanal, das hast du gewonnen. Deswegen, alles ist möglich. Und heute, wie gesagt, wird es extrem teuer. Deswegen, keiner hat Bock zu verlieren. Beide werden kämpfen und allein dafür könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. 20.000 Likes wären auf jeden Fall mega korrekt. Wenn wir uns anstrengen, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Deswegen gönnt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr die Combo feiert. Und checkt den Kanal von Simon ab. Link ist in der Beschreibung. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Tage früher, ein paar Tage später, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da irgendwann auch eine Folge. Willst du reinstarten, mit reinhalten? Ja, komm, ey. Ich hab Freunde. Ich hab endlich einen neuen Stift. Guckt euch das mal an, wie schön mein Board aussieht. Ey, man kann alles erkennen. Geil. Ja, ich snipe jetzt einfach direkt beide und dann ist es gut. Ja. Die Sache ist, ja, damit insgesamt 15 Millionen Coins auf dem Feld rumrennen, müssen wir jeweils schon mal 7,5 Millionen mindestens in unseren Teams drin haben. Wahrscheinlich sind beide sogar noch mal ein bisschen teurer. Und das heißt, ich muss auf jeden Fall auch direkt Spieler nehmen, die Coins wert sind. Dementsprechend, man hat halt eigentlich gar keinen Anhaltspunkt dadurch, dass ich Eto hier drin habe, aber man kann sich halt denken, dass der Stürmer zumindest schon mal über 1 Million kostet. Gibt zum Glück immer noch so 10 Stück oder so. Und ich hoffe, ich habe einen genommen, der nicht direkt auf dem Radar ist, habe ich bisher noch nicht benutzt in diesem FIFA-Teil. Das ist nämlich der Ben Yedda Headliner. Upgrade bekommen, kostet glaube ich sogar 1,5 Millionen. Servus. ZOM, der ist vielleicht ein bisschen unterm Radar, aber der ist ein richtig, richtig geiler Spieler. Flashback Ben Arfa mit 5 Sternskills. Tut weh, ich hab die Bala und CR7. Schade. Nice, nice, nice. So, okay, dann du hast die 4-2-3-1 Formation. Ich muss alle drei ZOMs picken. Ich hab einerseits wäre es halt nice, wenn du keinen snipes, weil dann Gameplay gut. Andererseits full nice, wenn du alle drei snipes, weil dann drei teure Spieler raus. Also. Hast du eine Liga, hast du eine bestimmte Nation? Erzähl mal, tease mich mal. Nee, bisschen gemixt. Verschiedene Ligen, verschiedene Nationen, Hauptsache teuer. Okay, ich bin in der Premier League geblieben. Ich spiele im linken ZOM. Team of the Year, Kevin De Bruyne. Im ZOM, Second POTM, Bruno Fernandes. Und im rechten ZOM, Bernardo Silva Fries. Ich bin sauer auf mich. Ich bin ein bisschen sauer, weil ich wollte tatsächlich De Bruyne aufschreiben, weil ich so überlegt habe, einfach die Team of the Year Karten aufzuschreiben. Weil ich habe es nicht gemacht. So, Freunde, dann machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Ich halt rein. Ich hab dich an den Eiern, sag ich dir so, wie es ist. Die Sache ist halt, das ist, glaube ich, ehrlich eine kranke Methode, wenn man einfach Team of the Year Karten aufschreibt, weil früher oder später muss man Coins reinholen. ZDM fange ich einfach mal mit an, ist ein Team of the Year, ist Kimmich, hat einen Perfect Link zum Kollegen im linken ZM, da haben wir nämlich Goretzka und ja, dann gehen wir ins rechte ZM, brauche ja hier auch noch einen Link für Ben Arfa, da habe ich ja die Halloween-Karte von André genommen. Ah, ist ja voll scheiße, ich bin voll auf Franzosen gegangen, Kamavinga, Kanté und Makelelelele. Schade. Nice. Okay, schade. Das passt. Ich halte meine beiden Picks rein. Ich sag mal so, ich habe auch wieder Totti abgedeckt, wobei du eigentlich schon mal relativ vielen Coins bist. Deswegen ja, gar nicht mehr grad, so nötig. Ich muss erstmal gucken, was ich hier gemacht habe, weil ich weiß nicht mal selber. Warte mal, ich habe ein Foto gemacht. Bro, ich habe vergessen, von dem Team ein Foto zu machen. Yeah. Warte mal, was hatte ich gespielt? Rechte Seite weiß ich noch. Ah ja, rechte Seite weiß ich noch. Weiß ich die linke Seite? Ja doch, ich weiß beides noch. Perfekt. Das wird gleich ein bisschen Freestyle-mäßig, aber das kriege ich hin. Ich spiele im rechten ZDM den guten Oxlade Chamberlain. Die Player Moments Karte. Ja, die 500.000 gekostet hat als SBC und die kein Mensch gemacht hat, die? Richtig, genau die. What the fuck?
Und links, ich habe ja noch eine Icon offen, da gehe ich mit Clarence Seedorf. Ja, ich habe mir fast schon gedacht, dass jetzt die Icon kommt. Aber kurz noch eine Frage, was macht echt jeder anders? Also zählt Icon als Liga oder muss man außerhalb von Icon drei Ligen haben? Keine Ahnung, ich dachte eigentlich immer nur zwei Ligen, aber Icon zählt nicht als Liga, also ich könnte jetzt nicht Premier League zu Ende bauen. Oder okay, was meinst du? Okay. Ja, ja. Nee, also ich hab auf jeden Fall noch eine andere Liga drin als Premier League, wirst du vielleicht sagen. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich wusste nicht, ob jetzt drei Ligen und Icon. Oh, gut, dann aber da können Leute mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß da, ja perfekt Handy, ich weiß da ehrlicherweise auch nicht die richtige Regel. Ja, weil ich hatte letzte Woche auch gegen Cody aufgenommen und da hat er auch in die Kommentare geschrieben, weil der hatte zwei Ligen und eine Icon und da hatten auch alle geschrieben, zu wenig Ligen, weil Icon nicht zählt und drei Ligen es sein sollen, aber keine Ahnung, jeder macht das anders. Deswegen frage ich nur mittendrin, nicht, dass ich jetzt irgendwie auf Krampf noch eine dritte Liga rate, obwohl gar keine kommt, so, das wäre das Problem. Aber wenn ich Bescheid weiß, dann kann ich ja richtig raten. Alles ja, ja, ja. Nee, sollen die Jungs mal reinschreiben. Also ich dachte immer zwei Ligen, aber ich weiß auch nicht auswendig. Ja, auf jeden Fall Bezug nehmen, dann wissen wir es für nächstes Mal. So, ich wäre ready für die beiden nächsten Positionen. Hältst du rein? Ja, ich bin auch ready. Okay. Linksverteidiger, wenn du den hast, dann bin ich schockiert, weil es muss ja nicht jeder Spieler im Team teuer sein. Man muss einfach nur auf seine Coins kommen und ich habe hier Angelinho. Und Rechtsverteidiger, ja. Kommt noch eine zweite Icon, die hast du wahrscheinlich auch nicht. Zambrotta ist der Rechtsverteidiger. Ich habe Aguilar und ich dachte mir, komm, du hast die ganze Zeit von Totti-Karten geredet, lass mal Davis machen. Schade. Trick 17. Schade. Okay, ich halt rein. Meine beiden Player. Also kann, wenn ich dich gerade durchschaut habe, habe ich einen davon auf jeden Fall so gut wie sicher richtig. Also. Und wenn ich dich durchschaut habe. Ich spiele in der rechten Verteidigung eine Future-Star-Karte und zwar Reece James. Finde ich, hat echt geile Stats, Mann. Sieht richtig gut aus. Und Linksverteidiger spiele ich meinen geliebten 500 Mal gezogenen Diogo Dalot von AC Mailand. Auf okay, ich habe die auf jeden Fall nicht durchschaut. Shit! Okay, ich dachte, du brauchst das so, dass alle auf Fullcam sind und du hinten Dreieck so nach Belieben bauen kannst. Hast du jetzt nicht so gemacht, weil dann wäre Van Arnold fast Pflicht gewesen als Linksverteidiger für den Strongling zu Seedorf. Rechtsverteidiger hätte man tatsächlich haben können. Ich dachte, du gehst undercover, so wie ich, aber bist du nicht. Krasses Skandal. Egal, drei Positionen haben wir noch offen. Willkommen zu den letzten drei Positionen. Ja, jetzt bin ich auch wieder in so einer Situation. Wenn du mich hier durchschaut hast, dann haust du mir gut was weg, glaube ich. Hältst du rein? Ich habe echt ein gutes Gefühl, keine Ahnung. Vielleicht hast du aber auch wieder was gemacht. Scheiße. Okay, ich gebe schon mal einen Hinweis. Also die Nation der Icon hat schon seinen Grund, dass ich hier einen Italiener genommen habe. Weil ich da weiter mit Italiener gegangen bin, mit einem Strongling zu Bastoni, weil ich halt davon ausgegangen bin, ich muss auf Krampf noch eine Liga einbauen. Bin ich in die italienische Liga gegangen mit Bastoni und im Tor mit Handanovic und auf der linken Seite wollen natürlich Bundesliga-Spieler. In dem Fall bin ich mit Klostermann Road to the Final gegangen, auch ein absolut teurer, guter Spieler. Bruder! Ich hab Boateng, Bastoni und Handanovic. Das ist der bronze Torwart im. Nee, Sturm im Tor! Let's go! Bronze Stürmer kannst du so ins Tor stellen, das sehe ich mich so sehr. Yeah. Rip. Let's go! Sag mal so, es wär deutlich einfacher gewesen, wenn ich nicht gedacht hätte, ich hätte noch eine Liga gebraucht. Ich halte mal rein. Okay. Soll ich dir was Nettes sagen? Ich habe jetzt auf Krampf auch noch eine dritte Liga eingebaut, damit die Haters ruhig sind. Ich habe dritte Liga gemacht. So. Seh zu und lernt. Warte mal, ich hab nicht mal eine dritte Liga aufgeschrieben jetzt. Ja, weil ich glaube, du wirst sowieso meine beiden Innenverteidiger haben. Ich hab ein mieses Gefühl, sag ich dir so, wie es ist. Ich hab ganz mieses Gefühl. Ich hab... wirst, glaube ich, beide haben, Alter. Ich hab De Vrij. Geht? Ich hab De Vrij, Virgil van Dijk. Und im Tor, für die Haters, hab ich Cillessen. 81er Don Geil, Alter. Ich glaube, der wird mich hochnehmen. RIP. Also ist auf jeden Fall besser im Tor als sein Bronze-Stürmer. Das können wir schon mal festhalten. Ich habe keinen davon. Was hast du denn aufgeschrieben? Diaz, der Future-Star, Portugieser aus der Premier League. Und dann bin ich halt mit Serie A gegangen, die restlichen Spieler. Aber mal for real?
Mein Team ist hässlich, also den kreide ich mir an, mein Team ist hässlich gebaut. Man muss aber auch dazu sagen, wenn so ein Pro uns anruft und sagt, Bruder, lass mal 15 Millionen Coins SPW machen, dann guckst du nicht, dass das Team schön gebaut ist, dann guckst du, dass du hier halbwegs gut aus der Nummer rauskommst, Freunde. Und da werden auch mal Untrade Van Dijks ausgepackt, kenne ich gar nichts. Bei so einem Team jetzt die Bronzespieler hinten, ich gehe mal auf Suche, ey, aber ganz kritisch. Ah, der war wichtig. Kann ich zumindest mit De Bruyne einfach draufrotzen. Jo, hier haben wir jetzt auch die beiden Bronzekarten. Also ich sag ehrlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf die Aufnahme. Gar keinen Bock. Weil ich sehe, dass das gesamte restliche Team verdammt teuer ist und die beiden einfach absolute Loser sind. Also gefühlt kann es zweistellig ausgehen. Wie groß ist denn dein Torwart? Ja. Also dein Stürmer im Tor? Ja. 1,72 gab es keinen Kiss. Let's go. Da sehe ich mich richtig. Geil, lad ein, bin dabei. Ja, ich kassiere wahrscheinlich trotzdem, aber egal. Na, zeig mal hier ein Angebot. Das ist ein Angebot, damit kann ich leben und aufs Tor damit. Oh! Junge, er macht richtig ernst, Alter. Komm, Männer, der ist nervös, guck ihn dir an! Oh je. Ah! Ah! Ja, nein! Digga, so ist nur sitzen, Jungs. Oh, und dennoch noch der Ball verlost. Ja, komm, einfach mal dumme Pässe machen. Das ist FIFA. Ja, siehst du. Siehst du doch. Dumme Pässe machen. Und Longshots braucht das Land. Komm, Seedorf, Seite zumachen. Ganz stark. Ey, hör auf. Ja, was? Das ist ein Schuss gewesen. Oh mein Gott. Das ist passiert so weird, was hier die ganze Zeit passiert. Das ist das komische Spiel, was ich hier gezockt habe mit Keeper mal Hackenpass und so. Kann er nicht. Entweder heute werden Legenden geboren oder verkacken das. Come on! Cell ist ein guter Mann. Guter Non-Rare-Keeper. Oh, ganz gefährlich hier. Einfach nicht schießen lassen. Oh, es steht immer überall dieser scheiß Bronzeschwanz, Alter. Ja, ja. Immer ja. Wenn ich da vorne spiele, wie steht da dieser Bronze Virginia? Ah, ey, gönn doch Konter! Was ist denn Van Dijk, Mann? Abseits. Ja! Ja, Abseits. Ich bin mir so sicher, dass es kein Abseits. Ich bin mir so sicher, der zählt. Der Mitspieler. Ich werde nie wieder den Ball sehen, glaube ich. Ich glaube, ich kann Quitt ansetzen. Ich glaube, ich werde den Ball nicht mehr sehen. Männer, das ist quasi letzter Angriff. Konzentriert euch. Hinten rein. Hey, keine Schritte nach vorne. Habt ihr keine Orientierung? Falsche Richtung. Ja. Hey! Ja, okay, das Spiel ist vorbei, GG, Danny. Aber hast gut gespielt, sag ich dir so, wie es ist. Abseits, oder? Was? Nee. Machballrolle. Ja, Machballrolle! Mach deine scheiß Ballrolle! Du scheiß Spieler, Mann! Oh, das war unsere Chance. Wir sind am Arsch jetzt. Ey, Digga, aber es steht immer dieser Bronze ZOM, er fickt mich so hart. Du ehrenloser Hund, Mann. Ich verliere das trotzdem noch, aber ich muss das ein bisschen herauszögern hier gerade. Nein! Du Vollidiot! Nein! Ah, jetzt, das war klar. Jetzt wird die Taktik geändert. So, jetzt guckt ihr das mal an. Taktiken. Ja, kriegen wir hin. Ja. Ach, Freunde, das ist FIFA 21. Einfach immer einen irgendwo in die Schussbahn stellen. Und dann auf den Autoblock hoffen. Was passiert denn? Fall hin! Einfach fallen! Einfach mal fallen! Digga, wie pressen die denn auf einmal? Ja, okay, rennt in die falsche Richtung. Ah. Oh nein, er geht nicht hin! Nein, ja, er geht nicht hin! Ja! Ja! Oh mein Gott, Ben Affa mit schwachem Fuß, ey. Er geht nicht hin! Er hat nicht mal geschossen. Ich weine. Die Mauern, Jungs! Komm! Ich kann nicht offensiver stellen! Die Pressing rein. Einmal in den Rückraum. Komm schon, Eto! Nein! Was, Mann? Nein, der ist zu frei. Der ist so frei! Oh mein Gott! Jetzt muss so langsam das Ding fallen, ey. Mach doch den Deckel drauf. Nein, ich muss ihn direkt probieren. Komm, ein Fehler machen. Nein! Ja! Nein! Was? Warum? Digga! Gönn mir Konter! Einfach lang! Ja, lauf! Der ist raus! Digga, der Torwart ist aber auch so ein Bastard, Alter. Der Torwart hat mich so gekillt, ne? Ich hab immer diesen scheiß Torwart angespielt.
Aber du meintest beim Teambau, man kann auch mal dreckig spielen hier. Ja, man muss dreckig spielen. Hey, ich werf dir nichts vor, Männer. In dem SCB, wo es um 15 Millionen Coins geht, muss man dreckig sein. Ich finde es voll okay. Ja, du kannst. Oh, es ist alles... Schon also, ich sag's dir so, wie es ist. Eigentlich juckt mich wenig. Aber bei De Bruyne wäre ich assi traurig. Schon umgestellt. Das heißt, du hast wahrscheinlich nur die absoluten Stars umgeschoben. Weil das sind schon ein paar, die viel kosten. Was war denn das jetzt in der Van Dijk-Version? War gar nicht mal so gut. War Gold. Nee, war ehrlich nicht so gut. Ja, hat man gemerkt. Scheiße, Mann, ein Pick nur. Also wenn ich jetzt Cillessen oder den Bronze-Spieler treffe, habe ich Tränen im Auge, weil das wäre richtig Müll. Aber man muss am Ende sagen, selbst wenn ich sowas treffe, lieber bei dir sowas treffen, als selber abstoßen und vielleicht viele Coins verlieren. Also so oder so ist es ein Sieg. Komm, ich habe eine Position im Auge, die ich jetzt nehme. Ich nehme deinen. Eine halbe Million oder so sollte auf jeden Fall drin sein hier in dem Format. Weil da auch ein paar Quatschspieler dabei sind. Ich nehme deinen rechten ZOM. Ja, das ist okay, Alter. Der ist tatsächlich ein bisschen was wert, aber den habe ich untrade, der juckt mich gar nicht. Das ist Freeze Bernardo Silva, damit kann ich voll leben. Was kostet der? Der kostet aber echt eine halbe Million oder so. Ja, 500k. Nee, das ist okay, ich stoß den ab, habe ich untrade, schmeckt. Ich hatte richtig Angst, dass du Reece James oder De Bruyne triffst, weil die hätten halt Coins geschollert. Ist okay. De Bruyne war wo? Linker ZDM und Reece James rechter Innenverteidiger. Okay, das wären jetzt ehrlich zwei Positionen, die ich nicht gesagt hätte. Aber ist okay, hey, halbe Million Münzen und ich habe nicht verloren, als die Teams da standen. War ich mir eigentlich sicher, dass das eine Niederlage gehagelt. Du hast es taktisch einfach gut gelöst, da kann man nichts sagen. Hey, du hast auch am Ende gar keine Schüsse mehr gehabt, ne? Die ersten 20 Minuten hattest du nur zweite Halbzeit ging ehrlich nichts mehr. Ging ehrlich nichts mehr. Aber ich war auch nicht so häufig am Ball, muss man sagen. Ich weiß nicht, was du meinst, Jungs, lass einen Daumen nach oben da. 20.000 Likes wären mega nice, ich bin mir sicher, dass das Ganze auf dem Kanal von Simon ein bisschen offensiver zugeht, insofern keiner einen Bronze-Stürmer im Tor hat. Wie gesagt, 20.000 Likes wären nice, wir sind raus, macht's gut, bis dann, ciao. Ciao, ciao.